Hey Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten Lost Place. Wir haben das Lost Place spontan gefunden. Ja, ich vermute zumindest, hier ist irgendwie Asbest oder sowas drin. Hier müssten Garagen sein. Joel ist auch mit dabei. Und wir suchen jetzt mal das Gebäude. Das Gebäude ist eine alte Metzgerei. Ich kann darüber jetzt nicht besonders viel sagen, aber hier müsste Mitte der 90er Jahre oder so gebaut sein. Ja. Also hier müsste irgendwie so ein Schuppen sein. Oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob man sieht von Lichtverhältnissen. Hier ist ein Parkplatz. Hoffentlich ist jetzt keiner. Und es sieht aus, als ob hier schon jemand war. Wir gehen einfach mal weiter. Eieiei. So, wir sind jetzt hier angekommen beim Gebäude. Und wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken mal, was da so drin ist oder ob wir irgendwas Gutes finden können. Ich würde mal interessieren, wer das hier alles hingestellt hat. Eieiei. Hoffentlich wohnt hier keiner. Wir gehen auf jeden Fall erstmal zu der Tür hier und gucken mal, ob dort irgendwas drin ist. Wir gucken erstmal hier rein. Aha. Interessant. Also wir gucken jetzt mal durch die Tür. Alles klar. Hier wohnt jemand. Würde man diesen alten Geruch jetzt riechen können? So, hier müssten irgendwie Lagerhallen oder so sein. Hier sind alte Autos. Aber wir gehen einfach mal rum und suchen hier mal irgendwie einen Eingang. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Und wenn wir den Eingang gefunden haben, sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt den Eingang gefunden vom Gebäude. Hier liegen auf jeden Fall ziemlich viele Dokumente rum. Müssten irgendwie geschäftliche Dokumente sein. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal die Treppe hoch. Also wir waren auf jeden Fall schon mal hier und wir ja, und da waren wir nicht alleine. Das Video verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal. Und wir gucken jetzt einfach mal hoch. Hier ist irgendwie so ein Stromkasten. Zugeschweißt. Jetzt gehen wir hier weiter hoch. Hier ist auf jeden Fall schon ziemlich viel Vandalismus betrieben worden, oder? Hier sehen wir nochmal die Garagen. Ja, wir müssen jetzt im Flur sein. Und ja. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hier ist noch ein dunkler Gang. Das Stromkasten. Und hier ist Bad. Sehr interessant.
will. Wenn das Video euch, wenn euch das Video gefällt, dann würden wir uns über ein Like freuen. Hier sieht man auf jeden Fall noch den Betriebsdirektor, der scheint hier drin gewesen zu sein. Und wir gehen auf jeden Fall jetzt mal hier rein. Oh, sehr interessant. Hier ist Dre. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Hier ist jetzt nicht so viel Interessantes. Und also hier scheint auf jeden Fall der Flur gewesen zu sein. Von den Maschinenräumen. Hier ist auf jeden Fall noch ziemlich viel Maschinen. Ich schalte gleich nochmal die Taschenlampe an. Und ich hole jetzt die Taschenlampe raus, dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt meine Taschenlampe geholt. Und ja, jetzt geht's weiter. Also wir suchen jetzt auf jeden Fall noch den Maschinenraum. Dann gucken wir, was sonst noch so ist. Auf jeden Fall ziemlich kaputt. Hier ist auf jeden Fall der Maschinenraum. Da gehen wir aber später nochmal rein. Und jetzt, hier ist jetzt zurzeit nichts Interessantes. Ja, liegt irgendeine Couch oder so. Bad. Noch der Maschinenraum. Hier Bloody Mary oder was auch immer. Hier ist ein Bad. Ich bin mir irgendwie sicher, dass wir nicht alleine sind. Zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Ja, okay. Das sind jetzt diese Maschinen oder so. Und hier ist jetzt nicht so viel Interessantes. Also macht es auf jeden Fall nicht nach. Und ja, hier ist ein Chemielabor. Ja, ist irgendwie die Scheibe rausgefallen oder was auch immer. Ei. Ich frag mich, was hier noch vor Zeug rumliegt, Digga. Ei, da riecht schon mal komisch. Ich ziehe jetzt mal ein Tuch auf. Dann geht's auf jeden Fall noch weiter. Okay, ich habe jetzt hier auch die Stimme gehört. Gucken wir mal. Ach nee, das ist mein Fahrradfahrer. Spinnt. Aber wenn ihr hier reingeht, zieht auf jeden Fall Handschuhe an, die ich jetzt nicht mit habe. Und zieht festes Schuhwerk an. Das könnt ihr euch jetzt nur mal empfehlen. Man weiß nicht, was hier für spitze Gegenstände sind. Ei, das ist nass. Das sind 3 Finger. Alles gut. Was ist das? Sieht aus wie so ein Raum von Saw oder so. Hier ist auf jeden Fall neues Graffiti. Hier ist ein Stuhl. Der eingeschlagene Fensterscheibe. Ob man sich hier draufstellen könnte, schreibt das mal in die Kommentare. Aha. Hier ist jetzt nicht mehr so viel Besonderes. Wir nehmen jetzt einfach mal den Gang vor und suchen mal sowas. Wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal in den Maschinenraum. Ich mache jetzt nochmal einen Cut, ich schließe die Belichtung an und gleich sehen wir uns wieder. Wir haben jetzt, also wir, ich habe jetzt das mit meiner Belichtung wieder hingekriegt und wir gehen jetzt einfach in den Maschinenraum rein. Das Areal ist auf jeden Fall ziemlich groß.
Hier sind auf jeden Fall Löcher. Hier Löcher. Und jo. Es scheint alles aus massivem Beton zu sein. Hier liegen noch irgendwelche Sitze. Würde mich wirklich mal interessieren. Ich kenne mich jetzt da nicht so aus. Ich frage mich auch, wer hier alles war. Diese Games waren hier. Hast du schon Angst? Also, hier ist der elektrische Betriebsraum. Warte. Vorsicht, Stadt, Lebensgefahr. Eieiei. Eieiei. Der Starkstrom. Hier sind wahrscheinlich die Kästen, wo der ganze Strom da irgendwie durchgeflossen ist. Sieht irgendwie aus wie so ein Server. Würdet ihr hier sein? Hört ihr die ganze Zeit Geräusche? Ja, hier hält sich durch das rein. Es ist dunkel. Irgendwie geil. Es verleiht einem so ein schönes, altes Gefühl. Dicker. TPC. Oh mein Gott. Sind das nicht Drogen, Leute? Ich glaube, wir haben Drogen. Dicker, hier sind die Spritzen. Alter, Leute, hier liegen. Sind das Schwangerschaftstests oder so? Weiß ich nicht. Kann sein. Ja, hier sind Listen, ne? Leute. Dicker. Das sind doch irgendwelche Drogen, oder? Zieht euch das mal rein. What the fuck, Alter? Die haben hier die Leute nach reingeholt und die haben die Leute nicht gesehen. Ey, das stinkt. Was ist das? Keine Stücke Kobachata, ne? Mir kommt es irgendwie so vor, als ob wir hier irgendwie nicht alleine sind. Eieiei. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal hier rein. Das Video ist leider ein bisschen wackelig geworden, also hoffentlich gefällt es euch trotzdem. So, wir gehen weiter. Wir sind hier wieder in dem Gang.
wir würden jetzt einfach nochmal zum Maschinenraum gehen. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir am Maschinenraum sind. Und hier bin ich nochmal. Wir sind jetzt hier irgendwie in so einem Flur, wo wir noch nicht waren. Ich will das gar nicht anders. Die Tür geht zu. Wir müssen jetzt hier irgendwie durch. Dahin. So. Das ist irgendwie so ein anderer Eingang. Leider ist ein. Eieieiei. Hoffentlich werden sie nicht entdeckt. Also auf jeden Fall suchen wir jetzt den Maschinenraum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns jemand verfolgt. Ja, also wir sehen uns gleich wieder, wenn wir es gefunden haben. Ich glaube, wir haben jetzt den Maschinenraum gefunden. Also wir suchen jetzt noch den Eingang. Ja, hier ist er. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall mal. Das ist ziemlich Papier. Hier sind auf jeden Fall ganz alte Generatoren. So, hier ist der Ablüfter. Also Anlage 20, Raum 27. Wir sind in Raum 27. Wo sind eigentlich die anderen Räume hin? Hier ist wieder so ein Zug. Das scheint Förderbänder zu sein, oder? Also, schon ziemlich mysteriös, was es hier so alles gibt. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Hier liegt Stroh, komischerweise. Hier ist eine Alarmanlage oder was auch immer. Die ist eine Alarmanlage. What the fuck, Alter? Das ist ein alter Feuermelder oder eine Alarmanlage. Aber wie geht das Ding jetzt hier nicht los? Also Freunde, wir gehen jetzt aus dem Raum wieder raus, weil wir irgendwie sowas gesichtet haben. Wir wissen jetzt nicht ganz, ob das eine Alarmanlage ist oder was auch immer. Wette ich hier. Es wird einfach immer mysteriöser. Hier liegt eine DDR-Zeitschrift. So. Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier nochmal aus dem Raum raus. Hier liegt eine Tasche oder was das ist. Ich glaube, hier waren wir auf jeden Fall schon fast überall. Ja, wir gehen. Hier ist eine Leiter. Schöne Wolken. Ja, so sieht es einfach nur mal hier im Fenster aus. Früher wurde das hier mit Steinen gemacht. Dann irgendwie dieser Putz. Und dann nochmal verputzt. Also hier kann man es auch nochmal ganz gut sehen. Das sind höchstwahrscheinlich schwere Eisentüren. Und sogar runter. Ja, runter. Checkt mal die Location. Wie viel grün das einfach ist. Hier ist eine Straße. Hier ist es grün. Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal runter. Hier war mein Feuerschlauch, ein Feuerlöschschlauch oder so dran. Ey Leute, es wird immer mysteriöser da.
Wenn jetzt hier jemand kommt, Alter, ich fress einen Besen. Ich fress verfickt nochmal einen Besen. Ich mach ein Beweisvideo dazu. Was? Hölle. Ist das? Ey, Digga. Das Video. 20 Likes, Leute. Hier ist schon wieder so ein Pilz oder so. Jetzt ich durch das machen. Also, 20 Likes, Freunde. So. Hier ist irgendwie so ein Gift. Digga, wie hoch geht das hier? Gehen jetzt einfach nur mal hier rein. Alles klar. Da ist gar nichts. Oh mein Gott. Ich hab gerade was gefunden. Was? Das Auto ist jetzt nicht. Jetzt, wo du weißt. Ja, was gefunden. Warum das hier geschlossen ist. Wir haben erfahren, dass das Insolvenzverfahren gegen ihren Arbeitgeber. Ja, 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 ja. Hier liegt ein Nervenbeutel. Ich weiß gar nicht, ob ich das unkenntlich machen muss oder nicht. Okay, wir gehen jetzt sowieso auf jeden Fall zu einer anderen Treppe, wo wir runter können. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir unten sind. Jetzt wieder draußen. Also hier sind wir runtergekommen. Hier liegen ziemlich viele Autoreifen. Das ganze Grünzeug. Jetzt sieht man nochmal die Fleischerei in ihrer vollen Pracht. Hier geht's zum Keller. Da schauen wir nachher auf jeden Fall auch nochmal runter. Aber zuerst suchen wir irgendwelche Artefakte oder sonstige Sachen, die von früher sind. Vielleicht finden wir irgendwas. Wir suchen uns jetzt, wenn wir es finden. Also wir sehen uns gleich wieder. Wir haben jetzt hier noch irgendwie was gefunden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das ist. Vielleicht wurden hier die Schweine oder was auch immer geschlachtet. Also hier ist alles möglich. Was zum... Also wir werden demnächst auf jeden Fall noch ein Let's Play machen. Wo wir zu einer alten Industrie oder so gehen. Oder... So, also da machen wir auf jeden Fall noch eine Abstimmung. Die blende ich euch hier ein. So, hier liegen noch ein paar Schläuchen. Schauen wir jetzt mal so. Sieht aus wie eine schimmelte Krone. Hier ist jetzt das Logo, das darf ich leider nicht ganz zeigen. So. Jetzt hier ist ein Fahrradfahrer da hinten. Hoffentlich sieht er uns nicht. Hier sind Holundersträuche. Überall Vandalismus. Stehen LKWs. So. Das sind auf jeden Fall alte Betonplatten, so wie es aussieht. Und gehen auf jeden Fall gleich nochmal in den Keller rein. Ah, hier. Eine alte Gas.
Maske. So. Hier wächst schon wieder ein Baum. Und hier ist halt die Metzgerei. Wir werden jetzt nochmal zurück zum Keller gehen. Ja. Wir sind jetzt hier wieder bei dem Keller. Was zur Hölle? Ah, LKW. Hoffentlich fliege ich jetzt hier nicht aufs Maul. Eieiei. Ich dafür bemöchte ich aber 20 Lexa. Digga. Riecht so hart nach Moos. Digga. Ich weiß wer. Ich zieh mir ein schnelles Tuch auf. Das ist ganz so. Moos. Ich hab über. Ich pack hier mal irgendwas davor, dass es keiner zumachen kann. Jetzt ist es vor die Tür gepackt. Tja, ich will nicht mal sagen. Wir wollen jetzt auch nicht so tief reingehen, weil wir wissen nicht, wer oder was hier ist. Das Schau. Also wir werden uns jetzt wahrscheinlich langsam auf den Weg machen. Und ja. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wir gehen jetzt raus. War es jetzt eigentlich schon, aber es kommt bald noch ein Video, wenn wir die 20 Likes haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video nennen soll. Eieiei. Auf jeden Fall war das heute ziemlich gruselig. Nächstes Mal gibt es auch ein Gewinnspiel gleich. Da werde ich höchstwahrscheinlich eine 20€ Amazon-Karte oder so verlosen an alle Abonnenten. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, ein Like, da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Dann kommt auch bald das nächste Video. So, jetzt so. Ausgang. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ausgang angekommen und verlassen jetzt das Gelände. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.